Hallo Leute, herzlich willkommen zur Postfolge von dieser Woche. In dieser Folge werde ich euch einen Brief vorlesen, den ich bekommen habe, und ich werde euch mal meinen neuen PC zeigen. Jetzt ist endlich alles eingerichtet und es passt. An der Stelle, ich weiß, ich habe mich schon im Stream-Ankündigungsvideo dafür bedankt, aber an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für eure Geduld und für euer Verständnis, dass da erst alles eingestellt werden musste. Und ich hatte auch ein bisschen Probleme mit den Programmen, sprich Bandicam, Magix und so. Aber jetzt habe ich alles wieder, ist alles wieder gut. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich viel, dass ihr da nicht irgendwie ausgeflippt seid und gesagt habt, oh, voll scheiße, eine Weile keine Videos und so. Dabei war es ja wirklich eigentlich nur eine Woche. Aber gut, aktuell, ich arbeite an einem neuen Trailer für eine neue Serie und genau, ich freue mich heute Abend sehr auf den Stream. Um 20 Uhr geht's los. Alle wichtigen Infos findet ihr nochmal im Stream-Ankündigungsvideo. Ich schreibe euch den Link dazu nochmal unten in die Videobeschreibung. Und ja, so, bevor ich euch jetzt meinen PC zeige, der hier neben mir steht, er ist so cool, möchte ich kurz den Brief vorlesen, den ich bekommen habe. Der war eigentlich schon letzte Woche da, aber ich habe mir gedacht, so ein Brief in einer Folge ist vielleicht ein bisschen wenig, aber da ich euch ja in der Folge jetzt noch meinen PC zeige, ist es schon ein bisschen mehr sozusagen, weil sonst wird es so arg kurz. Und genau, ich habe einen schönen Brief bekommen, einen schönen bemalten vor allem, ganz schön hier. Ja, ich habe rote Fingernägel. Ich bin übrigens am Drehen für eine Roomtour. Das habt ihr euch ja gewünscht. Und da werdet ihr dann auch auf den neuesten Stand meiner Nagellack-Kollektion sozusagen gebracht werden. So, ich sehe schon mal, hier steht 2 drauf und hier 1. Okay, dann darf ich das wohl zuerst lesen. Okay. Liebe Jolene, das Erste, was ich in diesem Brief sagen will, ist, dass du meine schreckliche Schrift und Form bitte nicht beachten sollst. Also so schrecklich finde ich die wirklich nicht. Ich habe dir schon einmal geschrieben und wollte es einfach nochmal tun. Ich habe gerade deine Postfolgen A bis Z durchgeschaut und auch erneut die Legende der Sternfälle Staffel 1 bis 3 gesehen. Ich bekomme einfach nicht genug davon. Hör niemals mit YouTube auf und mach noch viele schöne Serien. Liebe Grüße, Kara Loudstorm. Ah, die Kara. Schön, vielen Dank. Da steht hier unten noch was, was ich nicht vorlesen darf. Ich lese mir das trotzdem kurz mal durch, weil wir jetzt heute die Zeit haben. Okay, ich darf nicht im Video antworten. Mache ich. Also beziehungsweise, ich sage ja nicht den Inhalt, aber Kara, leider geht das nicht. Nein. Okay, dann hat die Kara wohl noch ein Bild für mich gemalt. Das steht hier. Ich weiß, dass du den Film Die Eiskönigin völlig unverfroren magst. Allerdings bin ich eine Niete im Zeichnen von Menschen. Deswegen habe ich so gut es geht Jevil gezeichnet. Ich habe nichts gegen eine offene Meinung. Ich hoffe, es gefällt dir, Kara. Okay. Schön. Nein, es gefällt mir wirklich. Guck mal. Sehr schön. Was mir auch sehr gefällt hier, schau mal, das ist so eine, mal gucken, ob wir das näher hinkriegen. So eine Blume mit ganz vielen, also so Diamanten oder Juwelen, beziehungsweise bei Jevil sind es natürlich Juwelen. Genau. Also vielen Dank, liebe Kara. Wie gesagt, was du mir unter dem Brief geschickt hast, geschrieben hast, das geht leider nicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Brief, habe ich sehr gefreut. Und weil ich auch wirklich immer, ganz viele von euch schreiben mich in Star Stable an und fragen, ja, dürfen wir dir überhaupt Post schicken? Klar dürft ihr. Ich freue mich da riesig drüber. Ich finde es überhaupt gigantisch, dass die heutige Generation noch Briefe schreibt. Also, wenn ich da manche Kinder betrachte, beziehungsweise Jugendliche auch, ich bin ja auch noch jugendlich sozusagen, die schreiben keine Briefe mehr heutzutage, alles WhatsApp und E-Mail, natürlich geht es schneller, aber ich finde, man sollte das beibehalten, wenn man noch Briefe schreibt. Ja, doch, finde ich schon. Okay, dann zeige ich euch jetzt meinen PC. Genau, das hier ist schon mal die Tastatur von Microsoft und ich finde sie, also ich bin sehr begeistert, weil ihr müsst euch überlegen, ich habe jetzt alle Videos, die ich bisher bearbeitet habe, habe ich auf der Laptop, also auf dem Laptop bearbeitet. Das heißt Tastatur und alles in einem und die Tastatur wurde dann, weil der Laptop nicht so einen guten Lüfter hatte, von unten wurde die immer heiß. Und das ist so angenehm, ihr glaubt es gar nicht, auf einer sozusagen kühlen Tastatur zu bearbeiten. Ist richtig cool, ich liebe das. Und was auch toll ist, also was heißt toll, zwar eher lustig für mich,
Star Stable natürlich, man steuert mit den Pfeiltasten und auf der Leertaste drückt man, wenn man springen will. Das ging beim Laptop ganz einfach, weil konntest du hier mit den drei Fingern steuern und mit dem kleinen Finger rüber zur Leertaste. Jetzt seht ihr hier schon, Abstand ist größer. Deswegen, nee, Fingerspanne. Jetzt musste ich mir, bis ich da mal drauf gekommen bin. Oh Gott, vergingen schon Tage. Jetzt muss ich hier mit WASD steuern, drücke ich hier hin zum Springen und mit der anderen Hand bediene ich dann die Maus, damit ich sehe, wo ich hinreite. Genau, also Tastatur ist echt richtig cool. Es hat so ein paar Schnellfunktionen sogar drauf, also mit lautlos, laut und leise. Hier, wenn ich DVD schaue, Play, Stop und sowas. Bestimmte Tasten für E-Mail oder Home-Bildschirm, also Kopfhörer oder so. Richtig, richtig cool, ich bin sehr zufrieden. Dann das Beste überhaupt ist der Bildschirm, finde ich, meiner Meinung nach. Ja, ein Swan Queen Hintergrundbild. Ich liebe den Bildschirm, der ist riesig. Ich weiß gerade nicht, wie viel Zoll, aber ich glaube, es sind 22. Bin mir gerade nicht sicher, 22 oder 24. Ich glaube 22, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden. Also ich habe meine üblichen Programme da wieder drauf. Bandicam, Magix, Word, Steam natürlich, wo ich immer ein paar Spiele mal wieder gucke. Dann Star Stable sowieso, TeamSpeak, iTunes und die Open Broadcaster Software. Die brauche ich immer zum Streamen. Und hier habe ich ein paar Spiele zur Seite gelegt. Ich habe noch nicht alle installiert. Sims zum Beispiel fehlt noch oder meine Harry Potter Spiele. Aber ansonsten ist zum Beispiel schon Life is Strange drauf und Subnautica. Und zum ersten Mal kann ich The Witcher 2 spielen. Ich bin ein großer Fan von Witcher. Und ich habe schon also alle Teile als Let's Play auf YouTube angeguckt. Und ja, Witcher 2 habe ich mir auf meinem Laptop zwar schon geladen gehabt, aber die Grafikkarte war nicht so gut. Deswegen konnte ich es da nicht mal ansatzweise flüssig spielen. Und jetzt hier absolut flüssig. Also es ist richtig, richtig cool. Und ja, also der Bildschirm ist absoluter Hammer. Ich liebe den. Vor allem Star Stable spielen auf dem ist so cool. Ah, wirklich. Also ich bin schwerst begeistert. Ich weiß auch, dass derjenige, der mir das so ein bisschen zusammengebaut hat, was heißt so ein bisschen, eigentlich hat er das meiste gemacht. Ich weiß, dass der das zusammengebaut hat, auch zuschaut. Ich weiß, dass ich den Namen nicht nennen darf, aber an der Stelle mal, du weißt, dass du gemeint bist. Vielen, vielen Dank. Ist ein richtig cooler PC, auch ein Gamer-PC. Danke, richtig cool geworden. Genau, das war mein PC. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihm. Ich kann wirklich tolle Spiele spielen. Die laufen absolut flüssig. Star Stable läuft ohne Lags. Das habe ich noch nie erlebt. Auch nicht bei der geilsten Internetverbindung. Aber jetzt hier habe ich eine gute Grafikkarte drin, eine sehr gute sogar. Und also ich bin völlig von den Socken, weil der ist so riesig, der Bildschirm. Und wenn man dann Star Stable spielt, ist es richtig, richtig cool. Okay, übrigens, by the way, entschuldigt mein Aussehen. Ich war die Woche ein bisschen krank mit Magen-Darm und so. Und ja, deswegen sehe ich ein bisschen komisch heute aus oder verwuschelt. Aber naja, ich hoffe, es macht nicht so viel aus. In diesem Sinne, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns heute Abend beim Livestream auf Hitbox. Wie gesagt, alle wichtigen Infos könnt ihr dem Video unternehmen, dem Info-Unternehmen? Entnehmen, genau. Das Video ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und genau, es können in nächster Zeit wieder ein paar öfters Sachen kommen. Also wie gesagt, Roomtour steht an. Dann auf jeden Fall noch ein kleiner Wettbewerb. Und genau, macht's gut. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss.